So, dann herzlich willkommen zur Weekend Edition. Nenne ich jetzt es auch so, wie es sonst auf Godmode Trader das ja auch so benannt wird. Zunächst mal hier erstmal der Risikohinweis. Kann jeder kurz stoppen und ganz durchlesen. Und dann kommen wir auch schon kurz zum Rückblick auf die letzte Woche. Ich werde es relativ schnell durchgehen. Fangen wir kurz mit dem S&P 500 Index an. Zunächst sollte es ja abwärts gehen, dann Richtung 2100. Die Hauptrichtung hat gestimmt, ging nach oben, leider kein Einstieg. Des Weiteren war dann auf Xetra, auf dem DAX leider kein Setup, aber allerdings auch hier wäre Shorts waren nicht angedacht, außer hier kurz unterhalb diesem Level. Hier aber ist ja nicht ausgeführt worden. Und ja, wer es gewagt hat, konnte hier gute Gewinne mitnehmen. Ich konnte es hier auf dem Desktop nicht nachbilden. So, das war jetzt erstmal kurz die Einschätzung, beziehungsweise dann noch der Nasdaq 100 Index hat hier ja fast das Gap geschlossen, allerdings halt auch nicht in die schöne Kaufzone eingedrungen. Also auch hier keine Verluste, aber auch keine Gewinne. So, zum DAX-Ausblick, der kommt erst später, also vielleicht auch erst dann am Montag früh. Dafür habe ich jetzt einiges andere Sachen mitgebracht. Doch zuvor noch kurz hier einen Blick auf die RWE-Aktie. Der Ausbruch ist jetzt hier schon nachhaltig, vielleicht wollen sie hier einige noch billig einkaufen und halten so den Wert noch weit unten oder weiter unten. Aber wenn man jetzt hier auch noch eine horizontale Linie hier einzieht, ja, sieht man auch, ist ja wie oft hier abgeprallt. Also könnte auch mit dem Bruch dann dieser Linie hier endlich und mit einem anschließenden Rücksetzer, der darf dann auch dann so laufen, endlich Schwung reinkommen nächste Woche. Auf jeden Fall auf der Watchliste lassen. Allianz hat, sag ich mal, erstmal ein Kursziel erreicht. Genauso wie, ja, nur nicht ganzes Kursziel erreicht, aber enorm angestiegen. Hier die Siemens-Aktie, die ich im Wochenchart hier vorgestellt habe, als sie hier unten stand. So, das war's. Fresenius sollte ja jedem bekannt sein. Gibt es nichts Neues, das Währungspaar ist im Plus. Bis auf den ja, kurzfristigen Dow Jones mit 40 Punkten gab es eigentlich keinen Verlusttrade. Hier wurde noch zum Glück den Verlust ein bisschen ausgeglichen mit diesem Setup im Euro-US-Dollar. War ja oberhalb dieser Marke ein Long-Szenario vorgesehen. Ist jetzt hier abgeklungen und das nächste werde ich hier vermutlich hier unten, aber da ist definitiv eine Umkehrkerze abzuwarten, dann enger Stopp setzen und dann könnte es ein größeres Reversal geben. Aber hier dürfte die Hauptrichtung auch eher nochmal, dass es hier korrektiv nach oben ging und dass es demnächst wieder irgendwann richtig dynamisch nach unten gehen könnte. Allerdings hier ja, ist in diesem Bereich trotzdem noch mit einer größeren Gegenbewegung zu rechnen. Aber wie gesagt, Umkehrkerze abwarten. Sonst habe ich jetzt einige oder sehr viele neue Setups mitgebracht. Ob es jetzt Setups, Szenarien sind, werde ich dann noch im Laufe der Woche dann einstellen im Stream. Also zwischen Szenarios einfach vorgestellt, so könnte es laufen, und Setup dann mit konkreten Handelssignalen. Das ist im Prinzip der Unterschied. Hier habe ich ein paar im MDAX-Bereich oder im Nebenwerte-Bereich gefunden und anschließend auch noch schöne Setups im DAX
bzw. in den DAX-Aktien. Hier bei den MDAX-Werten ist ein schönes, könnte man wahrscheinlich auch noch dieses Hoch mit diesen Hochs hier in etwa eine Trendlinie einzeichnen und dann würde man hier auch auf ein markantes Widerstandscluster treffen und fällt hier oder steigt die Aktie hier über 70 Euro, dann sollte es der Startschuss sein für circa 80, 81 Euro. Also das ist definitiv ein schönes Setup dann auch mit Stopp etwa hier unten, aber nur bei Kursen über 70. Zur Gerresheimer Aktie, wunderschöner Doji Hammer. Also sollte es die Woche ein Stück nach oben gehen. Stopp ist natürlich dann hier unten zu sehen. Zalando, eben auch schönes Ausbruchsszenario. Auf jeden Fall hier auch ein Daily Close abwarten. Oder die Aktie sehr engmaschig dann bei Kursen über 30, 50 beobachten. Und wenn dann hier größere Kauforders in den Markt dringen, dann darf man auch sofort kaufen. Aber hier sieht man auch immer wieder abgeprallt an der Marke. Also ein Schlusskurs darüber ist hier auch ein Kaufsignal. K&S finde ich auch sehr spannend, über 20,90. Hier kann man noch, eventuell gibt es einen kleinen Mini-Fehlausbruch, dann eben nochmal einen Rücksetzer oder gar nicht einen Anlaufen, aber dann die nächste Bewegung. Auch hier sieht es schon danach aus, solange es alles übers 18,70 oder ja 18,70 bleibt. Da kann man auch irgendwo hier unten eigentlich reingehen. Wenn man den Stopp beachtet, kriegt man ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis. Bricht hier dieses Low, dann ist erstmal ja einfach nichts groß zu beachten. Eher das ist dann eher ein Verkaufssignal sogar. Aber ich habe in die Analyse stecke ich jetzt gerade eigentlich hauptsächlich Kaufsignale rein. Und deshalb ist jetzt hier ein Short-Trigger zwar oder ein Stopp eingezeichnet, aber keine Short-Szenario vorgestellt. Hier, wer die Hypoport-Analysen von mir gelesen hat, waren hier ein Short, beziehungsweise glaube ich war das eigentlich hier schon Anfang Dezember, dass es hier abprallt, dann nochmal hier ein Gegensignal und hier runter ein Touchieren des EMA 200 und aktuell sind es hier so eine Keil- oder Dreieckformation und bei einem Schlusskurs über 66 Euro könnte hier die Konsolidierung dann komplett abgeschlossen sein und dann sollte es nach oben gehen. Ich schaue nur gerade nochmal Hypoport. Kommen wir nochmal hier dann zurück. Das war jetzt die Hypoport. Die Salzgitter. Gibt es zwei heftige Widerstände. An einem liegt gerade die Aktie an. Hier könnte es einen Rücksetzer geben, der ist aber relativ spekulativ anzusehen, außer es fällt hier unter die 27,80 etwa. Dann kann es also natürlich auch den Pfeil hier runterlegen. Dann sieht es hier schöner aus. Einstieg etwa über der 26-Euro-Marke Richtung 31, dann wieder zurück 29. K&S haben wir schon, Zalando auch schon. Das waren jetzt diese Neben- bzw. MDAX-Werte. Und ja, hier wollte ich vorstellen. Und da sieht man, hier gab es eben den,
die Sellmarke hier runter, dann ging, soll es nach oben gehen, hier runter, dann an die Marke, dann war hier eben das Fehlsignal, das leichte, da ging es ja dann zunächst nochmal nach oben, hier, und dann von dem sollte es wieder nach oben gehen. Okay. Zu den DAX-Aktien. Erst einmal eine ThyssenKrupp. Auch hier, wie bei der Salzgitter gerade, Rücksetzer geplant. Dann nochmal ein Hoch. BASF darf direkt noch bis circa 70 Euro ansteigen, beziehungsweise 70, 60, dann ist vielleicht hier das Gap geschlossen, ein Rücksetzer und dann eine weitere Aufwärtsbewegung. Bei der Linde hat es hier zuletzt alles sehr gut geklappt. Diese Bewegung, der Ausbruch, dann kam es bislang eben nicht zu einem Ausbruch über der Rainbow-Oberkante und hier dürfte mit Überqueren der 1,32 oder 132 Euro ein Kaufsignal bis 140 und anschließend womöglich hier an den Trendkanal kann man auch hier oben hinlegen. Hier war der Ausbruch eben nach unten, allerdings wurde der gut gesehen, wo er eben enden kann. Und wenn man jetzt hier den nach unten legt, die Linie oben passt auf jeden Fall eben dann bei 150. Bayer kann direkt noch bis 110 ansteigen. Gefällt mir eigentlich auch. Solange es über der 100-Euro-Marke die Aktie verbleibt, dann kommen wir noch zum anderen Schwergewicht, Deutsche Telekom. Da gibt es jetzt hier erstmal vielleicht kein richtiges Durchkommen unter der 1580, 1590 fällt es nochmal hier mit dem Gap Close zusammen. 1530 Long Richtung 1750 eventuell. Bevor ich jetzt noch zu Adidas komme, eben kurz eine Zusammenfassung. Es sind viele Setups jetzt bullish, manche vielleicht sogar extrem bullish. Deshalb wird höchstwahrscheinlich natürlich mein DAX-Ausblick auch bullish sein. Die einzige Aktie, die mir jetzt hier, ja, die natürlich auf Allzeithoch dürfte die notieren, die Adidas, ja, ist natürlich komplette Aufwärtsbewegung, aber hier kann sich so eine Keilformation bilden. Deshalb mit einem Verkaufssignal, natürlich kein direktes, sondern mit dem Bruch der 101er Marke etwa, also nach ein paar Tagesclose, sollte es dann Richtung 95 Euro gehen. Danke fürs Zuhören, ist jetzt länger geworden. Jeder, der die Aktie, oder eigentlich sollte es für jeden was dabei sein, die Aktie, die ihm gefällt, kann er ja Stopp machen und das Chartbild dann genauer betrachten, wenn es zu schnell ging. Aber sonst sollte es ein sehr guter Überblick sein, was uns die nächsten Wochen erwarten könnte. Danke und einen Rest schönen Sonntag noch.